Daumen da lassen und da kommentieren. Da bin ich echt sehr froh drüber. Freue ich mich tatsächlich drüber. Und ja, in der nächsten Folge, wie gesagt, steht, wie geht's bei Pokémon Strahlender Diamant weiter mit dem Merktik Hauptquartier. Bis dahin und tschüss. So, liebe Leute, weiter geht's weiter mit dem Team Galactic Hauptquartier und wir machen weiter. Jo, ja, auf geht's. Na, was sagst du zu deiner Chen? Sind sie nicht majestätisch anzusehen? Ich hab da keine Ahnung, wozu sie gut sind, aber das macht sie nicht weniger beeindruckend. Na, sieh mal an, wen haben wir denn da? Ich hörte, du erinnerst dich nicht an mich, aber ich erinnere mich sehr gut an dich. Deswegen haben sie mir nicht nur mein Pipi weggenommen. Mein Partner ist mit mir aus Frust die Rüppel mit seinen Lager und in seine Heimat zurückgegangen. Und jetzt willst du allen Ernstes von mir, was über deinen Lagerschlüssel wissen? Haha, ich weiß nichts von deinem Lagerschlüssel. Dann kannst du mir auch geben. Machst du sowieso. Haha, danke schön. So. Wir fangen mal hier oben an. Ich glaube, das Item habe ich mal mitgenommen, was hier oben lag. War da ein Sonderbomben oder so. Team Galactic arbeitet hier Tag und Nacht an, schießt neue Energieressourcen. So, ich muss mal gerade gucken. Da kommen wir hier nicht hoch. Ne, da kommen wir nicht, ne? Ich brauche noch einen speziellen Schlüssel. Alles klar. Ich habe die oben, habe ich nämlich auch schon mal alles gemacht. Dann machen wir hier runter. So, ich hoffe, dass ich jetzt alles gut, wenn alles gut läuft, haben wir heute noch eine Entwicklung zu bestaunen. So, ich guck mal gerade, ob mein Team geheilt ist. Ja, ist natürlich klar, weil ich habe ja. Ich hab's ja schon geheilt. Apropos, Moment, fällt mir da was ein, wenn wir schon mal hier sind. Da oben ist nämlich ein Item und das kann man ja mit Kraxler erreichen. Es fehlt auch noch ein weiteres Item am See, an dem Hotel. Hier. Ein Lahmrauch. So. Ich überlege gerade, ob ich jetzt noch runter noch rennen soll und das. So, dann gehen wir hier hoch. Halt. Hey, 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 einen Moment mal. Hast du den Schlüssel? Na, ist mir auch egal. Mit der Lagerschlüssel, dann möchte ich davon zum Hauptquartier am besten hin. Was? Ach, darum geht es gar nicht. Nehmen wir mal den Schlagerschlüssel mit. So. Ein Pfitzerstein. Ich hab's doch gedacht. Ja, ich wusste es doch. Wir beginnen also tatsächlich mit einem vollentwickelten Team. Machen wir heute komplett. So, ich suche kurz den Finsterstein raus. Entwickelt Kramhuck zu Kramschiff. Und dann haben wir das Team komplett. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Und damit herzlich willkommen, Kramschiff. Sieht doch cool aus, oder? So, hat lange gedauert, aber es hat funktioniert irgendwann. So. Ich nehme uns keine weitere Attacke dazu, sondern einfach weiter. So. Ich bin jetzt seit 5 Jahren von Team Galactic, doch befördert wurde ich kein einziges Mal. Ich hoffe, hier geht sowieso nicht groß. Nun, was haben wir denn hier? Ein Trainer, der sich verlaufen hat? So, scheinbar. Das ist nur hier für dich. Golbert. Alles klar. Schau mal, Golbert. Bin ich froh, dass ich jetzt nicht mein Team komplett habe. Bin ich froh, dass ich jetzt endlich mein Team komplett habe. Ja. Jetzt kann man nämlich richtig loslegen. Und mit Schmarotzer den Golbert einheizen. Aber nicht ganz killen. Ach, ja, ist ja klar. Es kommt noch ein scheiß Gift an und die Vergiftung triggert das dann. So, aber wie gesagt, ich bin ziemlich happy. Jetzt steht das Team eigentlich. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei Folge 46, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe. 45 oder 46, wie gesagt. Und da steht eigentlich das Team komplett. So, der Rüppel ist schon besiegt. Ich weiß noch nicht, ob wir es heute komplett machen. Muss ich gucken, ob ich da Bock drauf habe. So. Also wir brauchen nicht. Okay,
Also Feuersturm, ja, kann ich mal einsetzen. So. War jetzt so der Plan an der Sache. Ich brauche einmal eine Kuhmilch. Und so, ich brauche vor allen Dingen jetzt noch einmal ein Gegengift. Die habe ich damals gekauft am Anfang noch. Ganz am Anfang. Im ersten, im zweiten Dorf. Speziell da habe ich die her. So, dann setze ich jetzt auf Rex Blizzard, weil Rex Blizzard ist tatsächlich noch nicht so ganz vom Level her so weit, wie ich es eigentlich gerne hätte. Deswegen müssen wir das tatsächlich jetzt vorne ransetzen, damit wir es relativ schnell gelevelt bekommen. So, Zink haben wir erstmal gefunden und hier ist ein weiterer Rüte. Was ist der erste Andringling, der uns unser Hauptquartier geschafft hat? Jo, cool. Und? Burax. Das ist natürlich blöd, dass es genau das Pokémon ist, was eigentlich nicht gut ist für uns. So, wenn du jetzt uns natürlich jetzt ärgerst, mich angeheißt, dann kriegst du von mir jetzt gerade eine Lawine hinterher. Oder? Darf es nochmal? Nö, es darf tatsächlich mit Giftschock nochmal. Aber jetzt kriegen wir nämlich die volle Ladung. Du kriegst jetzt die volle Ladung mit der Lawine drauf. Und zwar 180 Stärke sogar drauf. Also 165, glaube ich, war das. Oder 60, 120, bis zu 180 sein, wenn ich gut gezählt habe. Komm, weiter drauf. So. Na ja, gut, okay. Machen wir IC. Komm, hier ein. Schade, ich dachte, jetzt krieg jetzt noch einen dazu. Dann Lawine noch dazu. Noch ein Gegenstoß und damit gibt es auch wieder die volle Lage. Das ist ohne, wir müssen ein bisschen was einstecken und dann kam mir erst die wirklich die volle Idee. Deswegen habe ich Blizzard eigentlich rausgenommen, weil Lawine voll trifft. Und Chess, kleines süßes Bronze, du bist Geschichte. So, ich kann direkt in 47. Genesung? Nö, brauchen wir nicht. Ich habe genug Trinken. Ja, bin aber recht nicht, deswegen übermütig. Ach doch, sind wir schon. Vielleicht machen wir heute etwas länger. Dazu. Ah, ich bin ziemlich happy mit dem Team, definitiv. Ich habe zwar ein bisschen anderes im Kopf gehabt am Anfang, aber annehmen, was so richtig ist. Ja, ich bin der Mitglied von Team Galactic. Jawohl. Allerdings stehe ich in der Rang oder so weit unten, dass ich nicht mal ein Pokémon habe. Wundert, dass ich mich rüpeln denn. Vielleicht habe ich es nicht anders verdient. Schließlich weiß ich in all den Jahren noch nicht immer nicht mit Teleporter verbunden. Ach, hier oben. Was glaubst du, wer du bist? Du kommst hier reingeladen und du weißt unser Hauptquartier. Gut. Kein Problem jetzt. Ah, es wird heute wieder verhandeln. Ich hoffe, dass ich so komplett mit der Hand kriege. Nee, wir machen einen kleinen Break danach. Wir werden das Hauptquartier jetzt fertig machen, soweit es irgendwie möglich ist. Und dann werden wir dann mal den nächsten Schlüssel haben, machen wir mal einen Break. Und dann machen wir den Rest in der nächsten Folge. So, ist richtig. So. Also einmal drauf von Charmian. Nur ein scheiß Charmian gehabt, du hast nichts? Die Frage geklärt. Als Herr Trainer bist du. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du jetzt so ein bisschen warst. So. Ich glaube, das war der falsche Weg, oder? Ne, also der richtige. Ich stehe sehr kurz vor einer Beförderung zum Commander. Ich werde den Boss-Eindruck nicht zu einem meiner Trophäe machen. Wenn dir das schon sagt, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir danach den Boss treffen dürfen. Aber du kommst jetzt nicht mit dem Wampel, ey. Alter, ich habe 7 Orden. Was willst du jetzt von mir? Äh,
halt zumindest ein bisschen besser als ein scheiß Baumpill, weißt du? Blutsauger. Ja, ein bisschen können wir uns damit ärgern, das ist ganz klar, aber dafür gibt es ja die volle Ladung. Lawine! Klar, sie müssen Schaden nehmen am Anfang, aber wir kriegen es schon irgendwie. Und Panikon ist jetzt nicht so die Mega. Ist jetzt auch kein Pokémon, das jetzt zickern muss. Und tschüss. So, Kampfschaft ist bald Level 47 schon. Wünsche, dies wäre nie geschehen. Wenn du Commander wärst, dann brauchst du nicht mit solchen schwächlichen Pokémon anzufahren. Also du bekommst andere mit Entwicklung an. Als locker andere Pokémon haben können. So, dann gehen wir hier hoch. Schau mal hier. Verschloss zu Türen, kannst du damit einen speziellen Schlüssel öffnen? Ja, ich möchte gerne Bösewicht in einer Komödie, würde ich jetzt sehen, nicht verraten möchte, wo sich der Schlüssel befindet. Doch erstens ist das keine Komödie und zweitens habe ich selbst keinen blassen Schimmer. Manche Leute werden nie den Sinn hinter unseren Handlungen verstehen. Du verstehst Team Galactic auch nicht. Wieso widersetzt du uns da? Mein Gott. So, was hast du hier? Alter. Oh, wir stehen kurz vor dem Boss und weißt du, wir kommen mit so einem Schwächling. Euch nimmt jeder Loot mit. Na, fuck. Das ist jetzt auch noch sehr blöd hinterher. Und das ist aber nicht sehr, sehr lieb, aber das Vieh hat vielleicht noch ein KP oder so. Das sollte kein Problem sein. Ja, ich sag ja, Rexblizzard ist so schlecht eigentlich gar nicht. Was Pokémon mit. Da ist doch auch noch einer. Alarm! Eindringling! Was ich förmlich, dass mit dir etwas nicht stimmt. Alarm! So. Ja, es kann sein, dass hier ein bisschen die Musik anläuft. Gerade bei der Aufnahme, dass das ein bisschen im Hintergrund läuft. Deswegen muss ich das mal noch ein dicken leiser machen, gerade in den Fernseher. Du hast ein Bronze. Wenn du mir jetzt mit Gegenstoß oder was auch immer kommst, hier ein Gyroball. Es war sehr effektiv, aber trotzdem nicht. Damit gibt es dann trotzdem noch ein bisschen was Ärger. So, das ganze Spielchen spielen wir jetzt gleich schon noch ein zweites Mal. Tun wir nicht, diesmal gibt es nur die Hälfte. Ja. Wirklich. 180 Stärke. 180. Quatsch. 90. Hier, das merkt man schon den Unterschied. Jetzt kostet noch mal mit dem Gyroball, okay. Und jetzt ist Feierabend, mein Freund. So. Skokapu. Ja, ich hab das nicht gefallen an Rexbisa mittlerweile. Ja, der Kies macht echt Laune. Ach, Finalschlag, ernsthaft? Nachdings.
weiter. Scheiße. Ich dachte, ich komme jetzt ohne Probleme hier durch. Okay, dann müssen wir doch den anderen Weg nehmen. Ich muss jetzt hier gerade ein bisschen verlaufen. Dann müssen wir doch den anderen Weg nehmen. Jetzt überlegen, was wir da jetzt kommen. Da weiß ich den Weg jetzt gerade nicht auswendig. Normalerweise ist das kein Problem, aber... Du bist hier doch, okay. Was fällt dir ein? Unser Hauptquartier ist ein hochmodernes Gebäude. Du kannst sagen, du solltest deine schmutzigen Finger bei dir behalten. Wer war da? Was ist die Schlüssel? Oh, schwierig gerade. Keine Ahnung. Aber alles gut. Wie gesagt, ich finde es auch gerne mit euch zusammen heraus. Feste Druff mit Icy. Aber er setzt erstmal Psychkraft ein. Ich glaube, es senkt sich aus, dass ich das gibt im Kopf habe. Aber da ich physisch angreife und das Viech einfach keine Verteidigungswerte hat. So, jetzt kann ich nicht. Ich glaube, das war nicht das schnellste Pokémon, aber. Es kann trotzdem genug austeilen. Glaub mal. So, nochmal drauf, komm, jetzt gibt es einfach den nächsten. Jawohl. Ich guck mal, wie dieses Kadaver auch was machen kann. So, der gute Forscher ist besiegt. Mit dem Pokémon hätte ich gar nicht gerechnet. So, jetzt muss ich da runter. Noch ein Rüpel. Der kann das. Gut, 36 Matschbombe. Und der G-Schlüssel. Geil, cool. Jetzt kommen wir weiter. So, der haben wir schon gehabt. Da mache ich mir da den Weg mal auf. Was willst du von mir noch? Team Galactic wird alle Pokémon und die gesamte Natur entfesseln. Und dann werden wir alles beherrschen. Gut, dann war das doch irgendwo die richtige Intuition, durch Zufall auch immer. Aber wir haben sie. Dann gehe ich kurz zu dieser Tür, wo ich eben schon mal gestanden habe, wo ich eben weiterkomme. Ich dachte, jetzt müssen wir doch den ganzen Weg zurückgehen. Und dann mache ich einen kleinen Break. Und in der nächsten Folge machen wir das Ding hier zu Ende. Und ja, dann ist hoffentlich die Welt ein bisschen sicherer. In der nächsten Folge, wie gesagt, machen wir das Ding jetzt Ende und ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Hier bei Pokémon Strahlender Diamant. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Heute geht's weiter mit Pokémon und mit der TM 21 Sauerschein, die wir hier finden. Und hier gibt es tatsächlich doch nicht weiter. Ich dachte, jetzt geht es hier ohne Probleme weiter. Aber ist nicht schlimm. Jetzt können wir nämlich das ganze Ding erkunden. Wir haben jetzt die 36 Matschbombe und die 21 Zauberschein. Ich gucke jetzt mal tatsächlich, ob ich so weitermachen kann. Ob ich nochmal, dass der andere wirklich doch sogar der richtige ist. Oder ob wir oben lang müssen. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt oben lang muss. Versuche zumindest. Bin noch nicht so ganz sicher, ob ich da durch muss. Nein. Hier sind noch eine weitere TM und zwar die TM 49 Siegerwasser. Also hier finden wir gerade echt einen Haufen TMs. Und zwar coole TMs, muss ich sagen. So, dann geht's doch nach oben jetzt. Alles klar. Dann geht es jetzt doch nach oben. So. Alles klar. Von da oben war man eben schon drin. So, das ist die Lagerhalle. Genau, das ist nur diese Lagerhalle. Und jetzt müssen wir zum Hauptquartier. Halt, ich teile das Team. Da brauche ich keine Tränke verballern. Ich hole mir noch ein bisschen HP zurück. Da haben wir heute wirklich einiges getan. Das ist jetzt die 6. Folge, die ich in Folge aufnehme von diesem Spiel. Aber weil ich einfach gerade extrem drauf habe.
weil wir gerade echt gut durchkommen. Mein Team ist komplett. Und ja, es macht ja auch Laune, muss ich sagen. Ja, macht ja extrem viel Spaß. So, dann gehen wir hier oben jetzt rein. Dann kommen wir nämlich auch da oben jetzt weiter. Und jetzt können wir nämlich das Hauptquartier infiltrieren. Komplett. Also, erobern. War das nicht nur die Lagerhalle? Gut, das ist in Ordnung. Dann machen wir jetzt mit das Hauptquartier. Passt das nicht auch in den Folgen? Auch heute passiert wieder einiges. Nein, du willst dich nicht umdrehen müssen. Ich hätte gerne den Doppelkampf genommen. Macht er die Schwächerei durch unser Hauptquartier Spaß halt von Dingen? Bis jedenfalls kannst du die Schwächerei wieder herausbefördert. Ich hätte gerne den scheiß Doppelkampf damit genommen. Ich hätte gerne beide Kampf. Alles gut, machen wir so. Ist ja nicht schlimm. So, Golbat ist der Gegner. Golbat ist der Gegner. Oh ja. Einmal feste drauf mit dem Icy. Ja, ich habe nichts gesagt, dass ich die HDC nicht verfügbar kenne. Gehe ich jetzt auf Lawine, weil wenn er mich wirklich richtig sein will, habe ich die volle Power wieder. Ja, habe ich. Aua, so ein Volltreffer geladen. Ja, egal, ich kriege jetzt die volle Ladung. So, das. So, tschüss. Chris Bizarre reicht mit 42. Ich wollte dich am Weiterschleichen hindern, ja? Nö. Nicht wirklich. Vor allem nicht, wenn du mehr oder weniger keine Pokémon hast, die mir wirklich gefährlich werden könnten. So, ach, ich komme hier oben drauf. Also darf ich die Dame so mitnehmen. Naja, ich hätte wieder einen Doppelkampf gehabt. Dann nicht verpassen. Und jetzt leuchtet nur noch Team Galactic. So, was hast du hier? Zwei Golbats. Also irgendwie, ich glaube, fast 1000 Erfahrungspunkte pro Pokémon mit. Also langsam ein bisschen wieder auf mein anderes Team aufzuschließen. Wir sind jetzt auch schon Level 40. Ich habe keine Volltreffer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich weiß es aber nicht. Aber ja, wir kriegen es auch ohne Volltreffer hin. Und Rameino noch auf der 46. Rameino könnte auch mal langsam ein bisschen was. Und da kommt noch ein Schalloko. Gucken, größte Töne und hören wir mit so einem Viech. Naja. So. Weiter. Okay, hier oben ist die Küche. Ich glaube, hier oben geht's weiter. Oder? Also hier haben wir erstmal einen Forscher, den ich gerne mitnehmen würde. Du wirst für unsere Forschung nicht sabotieren. Für die Galaktik, für den Nos. Ja, hier haben wir natürlich wirklich nicht mehr auswendig. Das wird wahrscheinlich einfach nur eine Zufallstreffer sein, aber wir kriegen noch einen. Triffst du halt zum zweiten Mal. Oder beim zweiten Mal. 48 Galopper. Ich vermute, das ist das. Ich weiß es echt nicht aus. Ne? Aber falsche Vermutung. Also gibt's hier noch da. Das ist doch der im Raum.
Nee, ich glaube, es ist tatsächlich die Liga. Nee, das ist auch kein Top-Beleber. Alles klar. Ich meine, es lohnt sich trotzdem, die hintersten Ecken mitzunehmen und die anderen Wege mal auszukundschaften, weil nicht, dass irgendwo tatsächlich noch ein Item liegt, was ich unbedingt brauche. Ja, und wir haben ja jetzt einiges gefunden. Geht's jetzt hier weiter? Ja, ein Bettchen. Das heißt, wir können schlafen. Großer Team halt. Dann treffen wir uns auf den Bus, weil ich kann mich an diese Betten, glaube ich, erinnern. Jetzt haben wir mal einen Doppelkampf. Genießt du deine wilde Tour durch das Hauptquartier von Team Galactic, zu der du nebenbei keinerlei Berechtigung hast? Hallo, kleiner Trainer. Du gehst bei Team Galactic als Berühmtheit. Wenn ich also gefällt, bekomme ich eine Beförderung. Mach doch. So, was haben wir denn? Glibunkel und Skanke. Puh. Kramschef und Rex Lisa. Das heißt, Kramschef geht auf jeden Fall auf die Punkte, das ist ganz klar. So, jetzt mit Lawine weiter. Aha, so ist richtig. Und Aero ist drauf. So, dann ist auch mal das Glibunkel weg. Obwohl ich ihn nicht physisch angegriffen habe. Ich dachte, ich hätte es nur mit physisch, ist klar, aber mit spezielles. Okay. Gut zu wissen, dass der Attacke trotzdem drückt. Das wäre eine Asiat. Das ist ja eine Asiat. Was haben wir jetzt als nächstes? Die Punkte weiterhin. Und Charme dann. So, Eishieb auf Charme. Was auf die Punkte. Und dein Charmian hat gar nichts mehr. So. Was haben wir jetzt als nächstes? Doch ein scheiß Kacke. Du ernsthaft? Gut, dann probieren wir es jetzt nochmal aus. Ich probiere jetzt mit Rasierblatt. Ich habe es schneller. So, dann haben wir das auch weg. Und vor allem zu den Betten zurück. Ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem. So. Damit hat sich meine Förderung wohl erledigt. Scheinbar, denn von euch Nulpen. Von euch Deppen wird mich keiner schaffen. Zumindest keiner von Rückeln. Ich glaube, ich habe überhaupt noch keinen Kampf verloren im Let's Play. Dann also, glaube ich, bis jetzt nur als Sieger davon gekommen. Aber es kann sich vielleicht auch mal ändern. Jetzt geht es hier weiter hier unten. Jetzt haben wir drei Möglichkeiten. Nimm die goldene Mitte. Ich finde ein Elixier. Ich glaube, es geht aber nicht der falsche Weg. Ja. Naja, was ganz falsch war, nicht. Wie gesagt, das Elixier hat man nicht mitgenommen. Ich nehme jetzt mal links. Ich finde zumindest erstmal eine Treppe. Und die findet mich, bringt mich tatsächlich hin. Also war es der richtige Weg. So, aber ich werde tatsächlich doch nochmal den rechten Weg nehmen. Weil es kann ja sein, dass da doch noch was ist.
Vielleicht haben wir hier noch irgendwas übersehen. Ja, okay, alles klar. Nur noch gesagt, man soll ja mal einfach mal nachgucken. Es kann ja alles sein. Ich hätte da noch ein cooles Item gelegen oder so, was ich nochmal gebrauchen kann. Sonderbonbon oder was auch immer. Aber das war tatsächlich nicht der Fall. Gut, dann haben wir jetzt erstmal den Ass. Sieh einer an. Dann bist du wohl der Trainer, auf den ich gehört habe. Der törichte Trainer, der sich für stark genug hält, um Team Galactic aufzuhalten. Allerdings hätte ich nicht erwartet, dass es sich dabei um drei Käse hoch wie dich handelt. Ja, und der Commander scheint sich ja ziemliche Probleme bereitet zu haben. Ich weiß im Übrigen, warum du hier bist. Es geht ums Helfen, Vesper und Turbos, richtig? Ich will sie retten. Ich brauche sie nicht länger. Sie haben ihren Zweck bereits erfüllt. Wenn du sie unbedingt retten willst, nur zu. Mir ist es gleich. Damit ersparst du mir eher die Arbeit, sie selbst beseitigen zu müssen. Allerdings muss ich sagen, du bist schon erstaunlich. Diese Pokémon haben aber gar nichts mit dir zu tun und dennoch willst du sie retten. Aber warum? Was geht gleich? Echt nur Zusehmission. Unlogisch, irrational. Mitleid und Barmherzigkeit sind Produkte des schwachen menschlichen Herzens. Solche jämmerliche Sentimentalitäten haben dich also hierher gebracht. Du wirst das bereuen, auf dein Herz gehört zu haben. Hui. Ich bin jetzt, glaube ich, gleich auch froh, wenn ich mal einen Feierabend habe. Das sind jetzt in 2 Stunden ungefähr dran. So, du fängst auf jeden Fall mit einem Kramox an. Siehst dich meinem Rektisar gegenüber, das ist gar nicht so eine gut, das ist keine gute und keine schlechte Idee, aber ich krieg das trotzdem hin. Den kriege ich trotzdem, kleinen Kollegen. Heiß lieb. Du fängst mit Verhöhner an. Du willst mich also verhöhnen, mein Freund. Da ist es kein Problem, dann kriegen wir das trotzdem hin. So, weiteres Pokémon von dir ist Golbat. Fast nur. Reihe. Flinkklauer. Natürlich noch Träger. Ach, du kriegst nur die Hälfte ab. Das heißt, du wirst wahrscheinlich überleben. Das glaube ich mir zumindest, denke ich mir mal zumindest. Ja. Bin mir aber nicht sicher. So, Golbat ist nochmal weg. Okay. Das Liebe. So, dann machen wir das jetzt so. Dann gehen wir jetzt auf Digitales und Kraftbälle. Das heißt, ich krieg jetzt noch was hin, dann muss ich mit Ablagie drauf. Nein, ich gehe auf Kraftbälle. Ist ja jetzt eigentlich Jacke wie Hose. Dann ist es nicht nur auf Kraft, wie du sogar angreifen, damit ist es eh wurscht. Abseitig wäre nur gewesen, wenn ich Schaden genommen hätte. So, Level 43 für Rexbizarre und Level 48 für Militalis. Halshammer. Holzhammer. 2100 und damit ist es okay. Es war eine Schadensattacke, aber besser als eine Ladeattacke. Deswegen können wir dann auch sofort angreifen. Verstehe, du bist tatsächlich sehr stark. Deine Kraft siehst du also aus dem Mitgefühl und der Zuneigung, die du für Pokémon empfindest. Welche Verschwendung. Solche Emotionen sind an nichts als Illusion. Wie alle Illusionen verblassen sie mit der Zeit und lösen sich am Lebensende nichts auf. Deswegen habe ich all diese nützlichen Emotionen aus meinem Leben verbannt. Ich bezweifle, dass du meine Sichtweise jemals teilen wirst. Ungeachtet dessen hast du Mut und Stärke bewiesen, indem du auf eigene Faust hier aufgekreuzt bist. Das weiß ich zu respektieren. Hier ist deine Belohnung. Oh, da ist dabei. Cool, danke. Nehme ich mit. Der Meisterball ist der beste aller Pokébälle. Mit dem lässt sich jedes wilde Pokémon fangen. Und zwar immer und überall. Ich habe noch keine Verwendung dafür. Geht's zu euch Trainern, betrachte ich Pokémon wieder als Freund, auch als Partner. Ich werde sie auch nicht als Werkzeuge wie die anderen Kinder von dem Galaktik.
Deswegen mache ich mir die Kraft der Pokémon zu eigen. Wirklich etwas daran liegt, die Pokémon der Seelen zu retten und nutze den Teleporter dort vorne. Ich begebe mich unterdessen zum Kraterberg. Ja, das Richtige. Zum Kraterberg, wo wir zum ersten Mal begegnet sind. Ich will den Gipfel erklimmen und das Ende alles seins einläuten. Nein, für er will ich den Weg für einen neuen Anfang ebnen. Gut, dann müssen wir das nächste Mal verbunden sein. So, ich muss hier weiter. Ne? Oder muss ich jetzt nochmal gegen den kämpfen oder treffen wir tatsächlich erst am Kraterberg aufeinander? Ich meine nämlich, dass es hier nochmal einen gibt. Halt. Ich habe Team Galactic tatkräftig unterstützt, aber dieses Experiment ging zu weit. Ah, ein Erster, der sich also ansieht. Was haben wir denn hier? Okay, muss ich erzählen? Ich kann nicht zu unserer Verteidigung sagen. Zu welchem Zweck soll dieses Ding, das wir erschaffen haben, überhaupt eingesetzt werden? Noch ein anderer Trainer. Du bist den ganzen Weg hergekommen, um bloß ein paar Pokémon zu retten? Und du brauchst jetzt mir nicht ein Rätsel. Aber das ist nichts Neues. Das habe ich noch nie verstanden. Ich meine, warum lässt du dich Pimp hier einfach kommen und gehen, wie es dir passt? Wir von dem Galaktik nehmen uns, was wir brauchen und löschen alles andere aus. Egal, wenn du schon mal hier bist, will ich dich auch auf unsere Art willkommen heißen. Sie ist einfach als eine kleine Warnung für das, was du am See mit mir abgezogen hast. Könnte ich dich dann jetzt noch machen? Hört ich dich jetzt halt noch einmal, mein Freund. Du kannst mal einen Farb. Noch immer. Ist halt nochmal ein drauf. Ist mir egal. So, also auf jeden Fall dieses Kadaver einfach schon mal rausnehmen. So. Fast. Gut, ich setze jetzt Durchbruch rein. Das war mir fast klar. Das heißt aber trotzdem, dass du wahrscheinlich die Handschuhe dafür. Ja, Gott sei Dank. Komm schon für Galoppa. Die Weiterentwicklung wäre schon ein bisschen mehr problematisch, aber diesmal das Bronze, das kriegen wir doch ohne Probleme ein. Okay, das war's schon? Das war's schon? Okay. Du bist stark, Kind. Trotzdem bedauere ich Menschen wie dich. Ah, warum bist du noch so stark? Ach, was soll's. Da warte mit diesem Pokémon, was du willst. Durch den Kraft der Maschine und sie befreien. Okay. Möchte ich. Und tschüss. Und der Boss hat eine rote Kette aus den Kristallen der drei Pokémon geschmiedet. Diese rote Kette braucht er oft, um etwas auf dem Kraterberg zu fesseln oder so ähnlich. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was er da oben wirklich vorhat. Ich weiß es. So, dann haben wir das Thema Hauptquartier beendet. In der nächsten Folge geht's hoch auf den Kraterberg. Dann haben wir nämlich auch noch ein bisschen. So. Gut.
Team heilen. Und dann ist für heute nach etwas mehr als 2 Stunden Aufnahme Feierabend für mich. Und wir haben wieder ein bisschen was getan. Morgen geht's weiter um 12 Uhr natürlich. Wieder mit Pokémon. Und dann geht's auf jeden Fall hoch auf den Kraterberg. Und dann haben wir viel getan. Können uns langsam Richtung 8 Gordon begeben. Und dann passt das auch. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich freue mich, wenn du einschalten würdest hier bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant.